Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Grom dem Fettsack in Total War Warhammer 2. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich einen Frieden gemacht und zwar mit Tic-Tac-Toe. Mir wäre es bloß ganz recht, wenn ich mit den letzten Verteidigern auch Frieden machen könnte, aber ich glaube, die fühlen sich zu stark momentan, dass das wohl tendenziell eher nicht passieren wird. Mit denen hier könnte ich eventuell hier sogar ein Bündnis oder so dergleichen machen. Warte mal, kann ich einen militärischen Zugang hier erwirken? Mit Schutzbündnis? Und du gibst mir sogar noch Geld dafür? Nee, Geld gibt er mir nicht. Aber warte mal, ist da vielleicht sogar ein militärisches Bündnis drin? Aha, das ist äußerst praktisch. Denn der hat ja auch mit all diesen Vereinen hier Krieg. Und jetzt möchte ich dich ganz, ganz gerne noch in Kriege reinrufen, wenn es geht. Gegen die Hochelfen. Fände ich persönlich ganz cool. Da sind ein paar Zwerge. Und wir machen das so. Also ihm ist das sehr wichtig. Dann verlange ich von ihm aber tatsächlich jetzt hier den Gegenzug Ivres. Oh, das ist ihm immer noch sehr wichtig. Okay. Okay. Bin ich relativ stressfrei dabei. So, wir sind übrigens stark in Rang 8, ne? Keine Ahnung, wie wir das machen. So, den hier werde ich jetzt hier beim nächsten Mal wegklatschen. Oh, was ist jetzt los? Der erklärt jetzt hier. Ja, ich muss jetzt ihm helfen, ne? Ich habe zwar Frieden mit ihm, aber wenn ich das mache, bin ich ein Verräter. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auch ein Verräter, weil ich ihm helfe. Wetten, dass ich jetzt ein Verräter bin? Weil ich mich an mein Bündnis gehalten habe? Ich werde definitiv keinen Tribut zollen. Ah, ne, doch nicht. Okay, das gilt anscheinend in dem Fall nicht. Sehr schön. So, was hat denn der hier für Truppen? Ziemlich lame. So. Ich möchte, dass es hier endlich mal aufhört. Ich möchte jetzt mal gucken, was hat denn der für Truppen hier, der komische, oder was Verbündete besser gesagt hat, die Botschaft. Der hat überhaupt keine Verbündeten. Den machen wir jetzt einfach weg. Nerviger Typ, ey. Oh, tschüss. Weg waren sie. Das sollte ich sogar einfach nur besetzen. Genau, Fatter than anyone. Botschaft des Neckreich wurde vernichtet. Das hat original nichts drin. So, das bringt uns jetzt hier Geld. Gott sei Dank, ey. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Kohle. Und jetzt geht unser Weg ja weiter, ne? Dödödöd. Level-Ups bitte machen. Guck gerade immer, Kurbelwagen, Geschosskavallerie habe ich ja gar nicht. Nahkampf, Orks, Squeakherden. Ne, habe ich auch nicht. Hier habe ich auf jeden Fall Goblins und die Großen verbessert. Steinschleuders, Kamikaze-Einheiten, nein. Und die Orks hier auch nicht. Okay. Ich wollte noch nur mal sicher gehen. Dann gibt es jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Wunschschläger. Und bei dir. Die wird, glaube ich, nie ein gutes Nahkampfprofil bekommen, ne? Das ist völlig ausgeschlossen. Man kann jetzt ihr noch mal ein bisschen mehr Schaden geben, aber ihr Nahkampfangriff ist halt wirklich einfach nur schlecht. Ich mache jetzt das da. Zeige ihnen, wie es geht. Und du. Naja, hältst dich für sehr, sehr special, ich weiß. Die Goblinflut geht noch nicht. Ich mache mal bei ihm hier fiese Squicks. Weil wenn ich irgendwann mal Squicks haben könnte, dann werde ich die auch ihm tatsächlich geben. So, jetzt gibt's ja halt die Rebellion, ne? Ärgerlich. Es ist einfach nur ärgerlich. Jetzt kann ich
eigentlich ihn hier von hinten angreifen. Oh, der hat natürlich wieder Schwertmeister aus der Hölle. Aber seine Armee ist dieses Mal nicht so krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum das Spiel jetzt behauptet, ich hätte keine Chance. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich lasse auf jeden Fall das jetzt hier mal die KI spielen und spiele jetzt hier die Fernkämpfer selbst. Sehen wir mal, wie es läuft. Was haben wir denn überhaupt für eine Map? Ah, eine offene. Okay. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn es der Gegner von hinten kommt, dann muss ich mich um diesen ganzen Käse nicht kümmern und ich kann mich jetzt hier um meine Fernkämpfer kümmern. Die Schwertmeister werden wir einfach zusammenfalten, bevor sie hoffentlich in Nahkampfreichweite kommen. So, ich mische euch jetzt hier so dazwischen. Ihr seid halt jetzt hier meine Primärunit, ne? Und ihr seid meine Nummer 2 und haltet euch eher mal so ein bisschen zu. Haltet euch eher mal so ein bisschen zurück. Ist halt sein Level-Up, um eine große, fette Spinne zu bekommen, ne? So, dann wollen wir mal. Es beginnt. Da kommen schon mal ein paar böse, böse Zauber. Und da geht's schon los. Der Riesenadler muss weg. Ich glaube, auf den fokussiere ich mich jetzt auch erstmal. Okay, also das mit dem Feuer ist jetzt hier natürlich jetzt eher ein bisschen kontraproduktiv. Das könnte besser laufen, das gebe ich zu. Kommen eine Menge Allies an. Versuchen mal dran zu bleiben, aber Treffen ist gerade eben eher so. Wow! Der Flammensäulenphönix hat uns hier erwischt. Und jetzt kommen da noch Löwen dazu. Den miesen Löwen, macht sie mal weg. Ihr fallt jetzt hier auch mal zurück. Da hinten kämpfen jetzt ein paar Elfen gegen die gesamte Truppe. Finde ich gut. Boah, ist klar. So, du knallst ihm jetzt hier mal eine vom Latz. Boah, der hat sich gerade eben aber selbst gelöscht, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also bis jetzt scheint es zu laufen. Ich kann mich nicht beklagen. Du greifst jetzt den da an. Attackier die jetzt hier mal, die blöden Löwen. Und jetzt kommen die Schwertmeister. Das macht die Sache jetzt wieder ein bisschen uncooler. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer das jetzt hier gewinnen kann. Aber so wie es aussieht, sind das nicht meine Spinnies. Halten wir das mal fest. Wie werden die eigentlich die ganze Zeit hier erwischt? Ey, kann mir das mal einer erklären? Ich schicke jetzt die Spinnen rein.
Attacke. Die haben, ja, keine Möglichkeiten mehr. Die haben keine Möglichkeiten mehr. Wir haben insgesamt schon bald keine Munition mehr. Zur Zeit, die Schwertmeister aufzureiben. Er flieht jetzt hier. Und gleich wieder raus. Ich muss halt gucken, dass die Orks das da drüben jetzt hier irgendwie in den Griff bekommen. Was kann ich eigentlich da machen? Mit ihm mich mir jetzt zurückziehen? Ich habe keine Ammo mehr, ne? Die Schwertmeister zersägen mir jetzt hier gerade eben meine armen Spinnies. Versuche sie jetzt hier nochmal hart zu schwächen, so gut ich kann. Eieiei. Mach die Löwen weg, kommt. Die können jetzt echt mal weg. Also auf die Löwen kann ich losgehen. Die Schwertmeister halt leider nicht so. Okay, die Löwen gehen jetzt down. Ich mache sie komplett down. Jetzt greife ich noch die Silberhelme hier an. Ihr greift jetzt hier noch mit an. Wobei du hier noch weiter ballerst. Greift an. Ja, die Schwertmeister haben so langsam aber sicher keinen Bock mehr. Das ist gut. Ah, Tacke, komm. Ich hoffe, dass die Moral jetzt runtergeht. Ich will nicht, dass die blöde Spinne stirbt. Da scheint die Moral der Elfen ist dann doch ein bisschen zu wanken. Da habt ihr noch was zum Spielen, Freunde. Da kämpfen noch Kriegslöwen gegen ihn. Warum? Okay, die Hochelfen sind zerlegt. Sehr gut. Diesmal kam es völlig ohne War zustande. Spannende Sache das. Ich habe ja, glaube ich, noch ein paar, die nichts tun. Verfolgt so viele Hochelfen, wie ihr noch könnt. Das Gute ist, dass hier Eltarion gar nicht bei uns war. Der hat da drüben irgendwie gekämpft. Heiligsblechle, okay. Warum tut ihr nichts? Da sind noch so viele Schwertmeister. Könnte man alle noch wegmachen. Es wäre sehr gut, wenn man sie wegmachen würde. So, noch bevor sie runterrennen. Was ist mit denen? Ach, das buggt hier wieder, ne? Sind zu viele Einheiten auf einem Haufen, deswegen buggt das jetzt hier wieder. So, klappt es dieses Mal? Ja, dieses Mal mache ich sie weg. Das ist gut. Und jetzt buggt es wieder, weil sie wieder zu eng zueinander stehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wieder entwirren. Nur um sie dann doch wieder anzugreifen. 2, 1 und vorbei. Ja, das würde ich jetzt auch mal einen entscheidenden Sieg nennen. Der ist jetzt leider am Ende doch gestorben, so wie es aussieht. Ach, das ist ärgerlich. Der war kurz vor Unsterblichkeit. Nein! Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Ja, gut, aber ein Held reicht ja auch. Nur ärgerlich, dass es halt passiert ist. Und natürlich lebt er noch.
Okay. Und für ihn gab es nicht mal ein Level-Up. Ärgerlich. Ja, das wäre jetzt hier die Unsterblichkeit gewesen. Jetzt hat sich ein Gobbo hier tatsächlich die Unsterblichkeit verdient. Ich gehe jetzt da rein, um die Regeneration jetzt hier schnell noch zu bekommen. Und ich überlege mir, was ich mir jetzt hier stattdessen für holen möchte. Ich kann mir es halt wahrscheinlich kaum leisten, den jetzt hier zu holen, obwohl ich ihn echt gerne hätte. Mal gucken. Ich level ja gerade eben noch hart wie Stahl. Aber ich habe keine weiteren Spinnies mehr. Ich habe auch nicht jetzt vor, 840 jetzt hier für so eine Unit hier zu bezahlen. Bestimmt nicht. Ach komm, ich nehme den explodierenden Super Squeak. Der ist bestimmt witzig. So, wir zahlen es auch 10% weniger, deswegen machen wir auch plötzlich wieder Plus übrigens, was sehr, sehr cool ist. Das hier macht die Verbesserungen für die Arachnarok-Spinnen. Bin ich voll dabei. Hier kann ich nach wie vor nichts tun. Geht jetzt hier eigentlich mal die öffentliche. Oh ja, endlich mal geht die vampirische Korruption runter. Und hier muss ich eigentlich auch irgendwann mal zulangen. Das Problem ist bloß. Ich glaube, die sind sehr, sehr mächtig hier. Ich habe keine Ahnung, was für Gobbos dabei rumkommt, wenn ich das jetzt hier mache. Aber es verlockt sehr. So, Katar kann ich auf jeden Fall jetzt hier ausbauen. Das hier auch. Und Wasser des ewigen Lebens. Sobald ich kann, ebenfalls. Geld fehlt jetzt halt. Problem ist bloß, dass das Ding jetzt hier wieder rebelliert. Wir werden gleich sehen, wie schlimm es wird. Es sind natürlich wieder ein paar Untote. Und hier. Ich finde krass, dass das. Moment, das spiele ich. Also, da verstehe ich jetzt gerade eben nicht, was daran so stark sein soll. Die Magierin, klar, aber ich glaube, die ist nicht besonders hochstufig. Sie haben eine einzige Einheit, die schießen kann. Die werden wieder total hoch eingeschätzt, glaube ich. Muss jetzt einmal drauf rennen und hier außen rum gehen mit denen und hier, und dann hoffe ich einfach mal, dass das dann doch irgendwie möglich ist. Oh. Du gehst da lang, du gehst da lang. Hier geht da lang. Ja, da wird natürlich jetzt hier schon einiges geballert, ist klar. Die haben natürlich mehr Reichweite. Versuche den Riesenadler abzuschießen. Ich glaube nicht, dass die Speerträger so viel besser sind als meine Jungs. Geh jetzt den Speerträgern hier in den Rücken. Eine Weile dauern, bis der Wag jetzt hier am Start ist. Also der Riesenadler ist an der Position wirklich gerade sehr, sehr gut für uns. Ihr seht, wie der Schaden bekommt, ne? So, geht da durch. Lol, wie der die wegkegelt, ey. Oh, jetzt kann ich den Wag anmachen. Schießt weiter auf den.
Das warten wir einfach mal ab, wie die Situation sich entwickelt. Wie die immer wieder aufhören, auf den zu schießen, ne? Du schießt jetzt auf den und du schießt jetzt auf den. Gleich haben wir wieder einen War voll. Sehr, sehr gut. Und der Riesenadler hat gleich die Schnauze voll, wie wir sehen. Also gut, ich kann momentan noch nicht sagen, ob wir das jetzt deswegen jetzt gewinnen, aber es läuft auf jeden Fall schon mal ganz gut. Der Riesenadler wird, glaube ich, ja auch noch relativ hoch eingeschätzt vom Spiel, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat der es jetzt gleich hinter sich. Und da kommen sie ja schon wieder an. Er scheint ein bisschen genervt von uns. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sag mal, warum tust du das? Ihr sollt auf den Riesenadler schießen. Der muss weg. Und zwar richtig weg. Komm, er sitzt da gerade genau an der richtigen Stelle. Sehr gut. Go. Und jetzt bitte mal auf die olle Elfe. Die muss jetzt auch weg. Wir haben es jetzt schon geschafft, jetzt hier es beinahe auf die Hälfte zu bringen. Und der dritte Wag ist in Aussicht. Ich gehe jetzt mal mit denen jetzt hier mal um den Feind rum. Mit euch ebenso. Kann ich vielleicht in den Rücken schießen bei den Elfen? Und da geht der Wag wieder an. Jetzt machen wir die ollen Speerträger weg. Feuer. Oh, ist das schlecht für die Elfen. Au, au, au. Und jetzt rennen sie weg. So, jetzt kannst du da hingehen und dahin. Du verfolgst den da, du haust auf sie drauf. Du gehst jetzt dahin. Feuer. Oh, da geht jetzt auch die Phönixgarde baden. Entschuldigung, nicht Phönixgarde, Seegarde von Lothar natürlich. Eine Phönixgarde hätte ich, glaube ich, hier nicht besiegen können. So, er schießt sie. Ihr seht sie doch gerade eben hier perfekt. Zack, 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 zack. Ich sag doch, dass ich das gewinne. Also als ich das gesehen habe, wusste ich quasi, also wie soll ich denn das bitte schon verlieren? Ich meine, wenn sie jetzt ein Nahkampfheld wäre, hätte ich ein Problem. Ist sie aber nicht. Wie ihr sehen könnt. Ich lasse jetzt hier einfach weiterballern, ne? Die hält nichts aus. Ich glaube, die wird das nicht mal allzu lange mitmachen. Wie sie jetzt hier sogar noch abfangen kann. Könnte es so. Oh ja, oh, wie die sich bewegt haben, ey, wie die letzten Honks. Ich fasse es nicht. Sie haben sich bewegt wie die letzten Deppen, ey. Das sind aber auch Goblins, ne? Ah, kriege ich sie noch? Unwahrscheinlich. Ich glaube, sie ist schneller mit 35. Nee, eigentlich bin ich schneller, aber ich komme trotzdem nicht hinterher. Egal. Also, auf jeden Fall, wie ihr seht, das war machbar.
Das Spiel hat manchmal schon interessante Allüren, obwohl die echt viele gekillt haben. Aber trotzdem sind sie am Ende draufgegangen. So, Elfen wieder zurückgeschlagen. Ich bin am Überlegen, ob ich noch einen Turn spiele. Und was ist hier noch passiert? Warten wir mal kurz noch ab. Trommel und Wirbel. Ja, wir haben jetzt hier wieder im Treibsand eine Rebellion. Und die Arachnarok-Spinnen können verbessert werden. Wisst ihr was? Das machen wir noch. Den hier mache ich noch mal weg. Dich lasse ich jetzt mal hier für die ja, Verlust für die öffentliche Ordnung auf Dauer. Ich baue jetzt tatsächlich das da rein. Und du wirst jetzt den ollen Eltarion endgültig fertig machen. Aber vorher schauen wir uns hier noch die Verbesserungen an. Was geht denn da? 80 kostet, das ist heftig. Man kann ja auch einen Schrottharnisch geben, dann hat sie nochmal 8 mehr Nahkampfabwehr. Ja, oder längere Waffen, gibt nochmal Bonus gegen große Feinde. Also sie ist ohnehin gut gegen große Feinde und eher nicht gegen Infanterie, aber ansonsten macht sie eigentlich einen ganz guten Job. Also ich denke, dass ich eher dann hier auf die Nahkampfverteidigung gehen wollen würde. It would breach my vow. Und wie er jetzt hier schon wieder wegrennt, ne? Ey, guck mal, das ist schon wieder. I cannot rewrite Wo kommt die denn schon wieder her? Da ist auf einmal eine komplette Fullstack drin. Eine komplette Fullstack-Hochelfen. Also gut, wir haben die Hochelfen doch noch nicht vertrieben. Das Leben bleibt hart und unfair. Naja. Bin gespannt. Im Grunde kann ich jetzt eigentlich nur noch das erforschen. Und damit wissen wir ja, was jetzt als nächstes passiert. Seufzt, da oben wird's nochmal hart und gemein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Adi.